Tja, das war eine ganz bewusste Entscheidung. Ich habe zur letzten Platte ja auch ein eigenes Label gegründet, weil ich vorher mit relativ vielen Firmenkonstellationen gearbeitet habe, also von Indies bis hin zu Majors, und wollte einfach auch wissen, wie der Prozess abläuft, eine eigene Plattenfirma zu haben. Ich hatte immer den Traum, das mal zu machen. Und dann hatte ich tatsächlich auch einfach nicht die finanziellen Mittel, um jetzt mit einer Band zu arbeiten, weil ich hatte einfach meinen Arbeitsplatz zu Hause und hatte das Glück, dass ich Freunde habe, die Studioräume haben und man da wenigstens Gesang aufnehmen konnte mit denen zusammen. Alles andere an Musik ist alleine zu Hause entstanden. Das war aber auch nur Mittel zum Zweck, weil, ja, und das war auch eine Zeit, in der ich einfach relativ viel so mit mir alleine geblieben bin und das auch mochte, alleine zu arbeiten. Da ist viel entstanden dann. Und jetzt war es eben wirklich eine ganz bewusste Entscheidung zu sagen, ich breche das wieder komplett auf und ich will, dass ein Produzent mit dabei ist und eine Plattenfirma und eine richtige Band, und das soll sich auch als Band fühlen. Und das sind alles Leute, die ich schon lange kenne und sehr mag. Und mit denen zusammen Musik zu machen, ist einfach großartig gerade. Also das ist so ein, nach diesem Autarken, und ich habe auch lange nicht live gespielt und gerade in einer großen Band nicht live gespielt jetzt. Ja, und das macht wahnsinnig viel Spaß. Genau, das ist zum einen Swanee Johnson, auch bekannt als Solokünstler, macht auch eigene Platten, auch ganz tolle Platten, spielt Schlagzeug. Dann Taco van Hettinger, ist Pianist, kennt man auch aus vielen anderen Bands, wo er mitgespielt hat. Gerd Bauder ist der Bassist. Und Sven Janetzko spielt noch Gitarre neben mir. Das sind die Leute. Bei mir ist es so, ich arbeite immer relativ viel schon vor. Also es gab zwei Stücke, es gab ein Stück, das gab es nur auf der akustischen Gitarre. Also es war quasi wie so ein Lagerfeuersong, so habe ich denen das vorgespielt. Und dann haben wir einfach drauf losgeübt und gesehen, was dann daraus entsteht. Und bei mir ist es so, dass auch zu Hause die Sachen schon relativ weit sind. Also es war, die meisten Sachen waren schon ähnlich wie bei Untergrund. Man hätte es auch mischen können und einfach nochmal Gesang aufnehmen können und dann das vielleicht rausbringen. Das Problem ist, dass diese Dynamik, die entsteht, wenn Leute zusammen in einem Raum sind und die auch noch das Können vor allen Dingen mitbringen und auch nochmal einen oben draufsetzen auf das, was ich mit meinen eingeschränkten bassistischen Möglichkeiten zum Beispiel jetzt dann machen kann. Sagt man das bassistisch? Weiß man nicht genau. Also mit meinem eigenen Bassspielen machen kann. Das ist eine Sache, die man nicht programmieren kann. Also da entsteht einfach eine Chemie, die wahnsinnig viel Zeit erfordern würde, um das umzusetzen. Oder es ist auch einfach nicht machbar. Also ich glaube daran, dass es nicht machbar ist. Und genau das hat mich bei der letzten Platte zum Beispiel gestört, obwohl es auch geplant war, dass es eben statischer sich anfühlt. Und jetzt im Studio haben wir auch komplett live gearbeitet. Also wir haben wirklich, wir haben in einem Raum, in einem Kreis zusammengestanden, haben einige Stücke so aufgenommen, dass man gar nicht mehr darauf einwirken konnte, weil die Amps auch im gleichen Raum standen. Das heißt, man kann es dann eben nicht mehr schneiden oder irgendwie Sachen verrücken, weil überall das gleiche Signal drauf ist. Und den Rest haben wir dann schon mit Amps aufgeteilt, aufgenommen. Aber wir haben, glaube ich, zwei Gitarren zusätzlich eingespielt nochmal. Ansonsten ist es quasi genau das, was man auf der Bühne bekommt. Das hört man auf der Platte auch. Also wir waren 8 Tage im Studio und haben mit der Band und haben das eben aufgenommen, und dann haben sich die Leute, die da noch am Mischen, also Clemens Matznik, der das gemischt hat, in Berlin, hat sich sehr viel Zeit genommen dafür. Also das war nicht dieses typische, wir machen jetzt jeden Tag einen Song und dann ist es fertig, sondern er hat da ein Studio und konnte sich die Zeit nehmen, eben zu sagen, ich hole jetzt nochmal zusätzlich analoge Effekte und haue es eben nicht digital durch den Computer, sondern ich nehme echte Effekte und schraube die dazwischen. Und hat das eben ausprobiert, und dann sind Sven Bünger, der das Album mitproduziert hat, und Rüdiger Ladwig eben mit mir dann nach Berlin gefahren und waren 5 Tage noch da und haben dann das Mischen abgeschlossen. Und dann hat Chris von Rautenkranz das hier in Hamburg dann noch gemastert, der sich auch viel Zeit gelassen hat. Also es waren bei allen irgendwie längere Prozesse als normalerweise üblich.
ich glaube, dass die Sachen bei den Alben grundsätzlich bei mir immer sehr unterschiedlich waren. Die Stücke waren immer unterschiedlich angelegt. Es gab lautes, überromantisiertes, weinerliches und dann wieder wütendes und so. Den Hang dazu habe ich auf jeden Fall. Ich glaube, dass jetzt dadurch, dass einmal dieser rote Faden von Band da ist und von gleichen Leuten, die eben zusammen Musik machen, dass das eigentlich das Ganze zusammenhält. Und das hört man einfach, dass es die gleichen sind, die da gespielt haben. Ansonsten finde ich schon, dass die Stücke dann eher für sich stehen. Also es ist in einer Zeit entstanden, die einfach einen gewissen Rahmen gegeben hat, eben vielleicht viel Nacht und viel künstliches Licht und sowas. Aber ansonsten sehe ich Stücke eigentlich eher für sich stehen. Ich empfinde es jetzt gerade als Band für mich. Ich will das auch so empfinden. Also, ich hoffe, dass wir das in den Live-Konzerten jetzt hinkriegen, dass wir auch immer zusammen unterwegs sind, weil jeder hat auch noch andere Sachen, die er macht oder eben eigene Projekte noch. Und ja, aber vom Gefühl her hätte ich das gerne, dass wir immer zusammen unterwegs sind. Wir sind Pascal Finkenauer sozusagen. Ja, das war so eine Zeit, ich war dann mal ein paar Tage in Stockholm und habe mir die Stadt angesehen. Und auch das hing viel mit einfach rumlaufen und gucken zusammen. Also das war eine Zeit, in der auch dieser Lyrikband dann fertig wurde. Und irgendwie trieb es mich halt um. Also ich mache das gerne, einfach rumlaufen. Ich mag Städte, Berlin, dann auch war ich ein paar Tage, oder 10 Tage sogar. Und bin einfach jeden Tag da so rumgezogen und habe geguckt, wo es hinführt und was passiert. Ja. Also es war wirklich so, ich war 10 Tage in Berlin. Das war nicht Anfang letzten Jahres, sondern vor 2 Jahren. Da fing das quasi an, diese auch Zeit des intensiven Arbeitens. Vorher waren auch schon Stücke entstanden, aber in den letzten 2 Jahren ist der Großteil dann dazugekommen. Ich ziehe das dann wirklich durch, dass ich 10 Tage quasi alleine unterwegs bin. Also ich habe bei einer Bekannten gewohnt in Berlin, aber bin morgens um 10 aus dem Haus und kam morgens um 4 dann irgendwie wieder zurück. Und dann haben wir noch ein bisschen gequatscht und am nächsten Tag habe ich es wieder gemacht. Ich kann das ganz gut. Also man lernt ja auch häufig dann Leute kennen, dadurch, dass man irgendwo sich dann so aufhält und guckt, was passiert einfach. Ich bin dann auch einfach gerne an Orten und hänge da so rum. Nein, ich bin nicht der klassische Typ, der die ganze Zeit in seinen Buch schreibt. Also ich laufe wirklich einfach nur stundenlang durch die Gegend und treffe dann auch mal hier und da jemanden oder man lernt jemanden kennen oder ich schaue mir einen Film an und gehe auch in Clubs alleine abends und kann auch tanzen 8 Stunden alleine, ist auch kein Problem. Aber dann habe ich das irgendwie in mir drin und mache damit auch erstmal nichts und vielleicht ein halbes Jahr später gibt es dann einen fetzen Satz oder so, der dann irgendwo in einem Stück landet. Also ich glaube, dass ich musste auch keine Bilder machen oder irgendwas, an das ich mich erinnern kann. Ich weiß irgendwie, dass die Momente, die speziell waren, dass ich die irgendwie gespeichert habe, auch emotional. Also ich glaube, am Rand sondern ich will mich eigentlich auch viel eher als Teil von so einem, also ich will mich nicht als am Rand selbst empfinden oder mich beobachten, ich will eher das Gefühl haben und nehme dann vielleicht kritisch wahr, mit welchen Leuten bin ich gerade unterwegs und fühle ich mich mit denen, also verstehe ich mich mit denen, mag ich das und versuche eigentlich mich selbst genauso kritisch zu sehen wie alles andere drumherum auch. Also ich finde, dass man sich dann dadurch so eine Sonderstellung gibt, wenn man sich so am Rand platziert. Ich glaube, das bringt der Beruf, den man ausübt, mit sich, dass man eben sehr viel beobachtet. Das ist so wie andere Leute bauen einen Tisch und ich beobachte einfach, weil es wichtig ist, um Texte zu schreiben und Stimmung wahrzunehmen.
Nee, ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, dass man anfängt, eher chiffriert und in Bruchstücken zu texten, zeigt ja eher, dass man, was das Reden an sich angeht, vielleicht dann eher doch sich schüchterner empfindet. Und deswegen sucht man eben auch noch ein bisschen musikalische Untermalungen und sowas. Nö. Ich empfinde mich auch nicht als Teil von einer bestimmten Generation, die jetzt sonst was mit sich rumschleppen muss oder so. Ich glaube, man empfindet sich als Teil von dieser Gegend, in der man lebt, hier in Hamburg zum Beispiel. Man empfindet sich als Teil von seinem Freundeskreis und von den Gesprächen, die man führt. Aber ich finde so dieses Generationswort ist immer sehr groß und sehr weit. Das sind einfach Texte, die entstanden sind ohne Musik, weil wenn man auf Texte entstehen bei mir meistens erst nach der Musik. Also es gibt eine Melodie und es gibt einen Rhythmus und eine gewisse Phonetik auch schon. Dadurch entstehen dann Bilder, es gibt bestimmte Wörter und Ideen auch schon. Und das ist sehr also es ist sehr eingeengt im Endeffekt, weil es eben diese rhythmischen Vorgaben gibt und so. Und ich hatte einfach Spaß daran, noch Texte zu schreiben, die komplett frei sind und die jetzt nicht irgendein Maß haben müssen oder so. Und so ist es entstanden über die Jahre. Also das war relativ viel Zeit, in denen das alles entstanden ist. Ja, also eigentlich fing das an mit 16, da bin ich nach Norddeutschland umgezogen. Da habe ich gesungen in einer Punk-Hardcore-Band. Das war damals einfach ein großer Einfluss. Also die Szene plus die Leute plus das, was man da erlebt hat und was man so gemacht hat und die Auseinandersetzung mit dem Ganzen. Dann habe ich während des Abiturs eine Band gegründet mit meinem besten Kumpel zusammen. Jaw, sehr elektronisch ausgerichtet. Also es war das klar eigentlich ein totales Pendant zu dem, was ich vorher gemacht hatte. Damit dann auch erste Plattenverträge und lange unterwegs gewesen, hat die Band sich aufgelöst. Dann habe ich eine Punkband gegründet mit dem gleichen Freund, The Black Cherries. Und da auch eine Platte veröffentlicht und zu der Zeit aber auch mein erstes Soloalbum rausgebracht. Dann war ich eben, wie gesagt, lange mit den Broten unterwegs als Gitarrist und auch Sänger für zwei Stücke. Wobei war für mich vor allen Dingen, abgesehen davon, dass ich ganz tolle Menschen kennengelernt habe dadurch und natürlich auch viel erlebt habe dadurch. Vor allen Dingen auch lernen, also Handwerk lernen, weil ich bin eigentlich Sänger und kein guter Gitarrist. Also es war für mich eher speziell, dass ich plötzlich Gitarrist war in einer Band und habe wahnsinnig viel gelernt dadurch. Und dann in der Zeit eben noch zwei weitere Soloalben fertig gemacht und rausgebracht. Und ja, jetzt ist quasi das nächste.